Ja, Mois hat ein Video gedreht mit Knossi nach diesem Go-Kart-Event. Und das war irgendwie so ein Spiel, wo sie so. Ich weiß nicht genau, wie das Format heißt von Mois. Ich glaube, er macht das öfter. Ich bin jetzt nicht so der krasse Mois-Zuschauer, muss ich sagen, obwohl er übel. Also, er war übel netter. Shoutouts, aber ich gucke seine Videos jetzt einfach nicht so oft. Aber es ist irgendwie sowas, wenn man eine Frage falsch beantwortet, kriegt man einen Schlag in den Bauch. Ja, richtig oder Faust? Ja, das ist es. Das ist es. Und das war mit Knossi und wir haben alles zugeguckt. Und Knossi wollte die ganze Zeit, dass ich einen für ihn einstecke oder einen für ihn austeile. So lost der Junge, ey, ich schwöre. Aber auch Knossi war mega nett. Ich schwöre. Ist das Video schon online? Mois, Knossi. Oh ja, ist es. Vor 10 Minuten, Bro. Holy shit. Freunde, es ist die legendäre Folge Richtig oder Faust mit dem König aller Könige. Richtig oder Faust? Faust war ein Dinger. Ich war vor Ort mit dabei, sollen wir es gucken? Schriftsteller. Ja, Bruder. Wir können es gucken, wir können es gucken. Es kann sein, dass ich da drin vorkomme. Ich weiß nicht, ob. Alter, da bin ich. Es ist die legendäre Folge Richtig oder Faust Ich hole mir kurz noch was zu trinken. mit dem König aller Könige. Richtig oder Faust? Faust Richtig war oder ein Faust? Dinger. Schriftsteller. Ja, Bruder, sehr gut. Da weiß ich alles. Der Bruder ist jetzt gerade beim Rennen überraschenderweise fast Erster geworden. Was? Ja, ich bin fast Letzter geworden. Ach nee, wait, ich bin Letzter Damn, geworden. son, Warst du ein dabei? sehr Doch. guter Zweiter. Du hast dich auch selber gefragt. Gib doch. Ey, ich war auch so Ja. konzentriert. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie konnte ich Letzter werden? Ich bin Real Rap die ganze Zeit auf dem Gas gewesen. Also no joke. Ich war die ganze Zeit beim Go-Kart-Fahren auf dem Gas. Ich schwör's euch, aber egal. Er war krass unter Druck und es war auch sehr, also es Der war Dicke schön zu sehen. gewinnt! Micky TV und ich, komm mal her! Jetzt Komm ist mal dein her, Video Micky. Crash. Komm mal her, Micky TV und Micky. ich haben gestern im Stream noch Spaß gemacht. Die zwei Dicken werden hinten um die letzten Plätze kämpfen. Was war? Ich war wirklich letzter, Ich aber bin froh, dass ich mal jemanden manipuliert habe und der Tisch Ja, moin. geholt. Das wisst ihr selber auch. Ne, das wisst ihr. Du bist ohne Helm gefahren, ey. Ja. Ohne ja. Donkey. Ja. Ey, er sieht dann Cheese aus wie Donkey Kong. Zeig ihn einmal. Ohne Helm wie AMG. So saß er drin. Wie AMG. Schön nach hinten gelehnt. So jetzt. Bruder, Sinan G, ja. Diss-Track kommt, Bro. Der Typ hat mir einfach mein Rinderfilet weggegessen. Der Kellner kam so, ich habe Rinderfilet mit Reis bestellt. Normalerweise war es halt mit Kartoffeln. Okay. Und dann kam so nur so ein Stück Fleisch an und er meint so, Rinderfilet. Ja? War so ein Riesending, war niemals ein Filet. Aber ich, Vollidiot, sag so, ja, ist meins. Weil ich halt Rinderfilet genommen habe. War aber kein Reis drauf. Dann. Sinan hatte halt Rinderlende oder so bestellt. Und das war das, was ich hatte. Ich habe aber schon angefangen zu essen. Und dann kam das richtige Rinderfilet mit Reis. Hat er einfach genommen. Bro, danke, Bruder. Gruß geht raus. Danke, Mate, danke. Ich wollte auch gar keinen Reis haben, Bro. Alter, so ein Esel, ey. Ich schwöre. Bumm, raus, dann bin ich. Was für selber Schuld? War ja dein Fehler. Ganz ehrlich, ihr könnt mich mal chatten. Diss-Track gegen euch kommt auch. Die Frage ist jetzt, wirst du auch so krass hier abliefern? Okay? Wir werden Fragen gestellt von Jinanzi. Oh, bleib, so wie bei Sascha. Genau. Und wir müssen einfach noch Prozente oder Zahlen haben. Ich kann sie nie wissen. Es ist zum Beispiel, wie viel Prozent der Frauen tragen rote Nägel? So, kann man einfach nicht wissen. Okay? 29. Und wenn du dann richtig liegst. Aha, schätzen. Genau, wenn du dann richtig liegst, darfst du mir eine Faust geben. Wenn ich richtig liege, darf ich dir eine Faust geben. Damn, son, where'd you find this? Knossi, Alter, ich schwöre. Was ein dummes Format einfach. So, die beantworten eine Frage und der Verlierer kriegt eine Faust in den Magen. Ja, moin, Alter. YouTube 2019, Ladies and Gentlemen. Sein Arm hat sich gerade angefühlt, wie wenn jemand einen Baum auf meine Schulter legt. Es ist nicht so schlimm. Ich stelle mal vor, der legt den Schwanz auf deine Hand. Deine Schicht im Schatten. So, mach dir keine Sorgen, Bro. Mach dir keine Sorgen. Mois fürs nächste Mal. Ich würde die Musik noch ein Stück lauter machen. Dann versteht man noch weniger. Perfekt. Abonniert bitte dafür Knossi mit ganzer Power. Schreibt Arschloch-Army unter seinem letzten Ey, Bro. Video. Pusht den Jungen. Nochmal ganz ehrlich, 2019, kommt das Video dieses Jahr noch? Ja. Das war das Jahr mit deinen ganzen Sprüchen im ganzen Internet. Keine Schwäche zeigt. Real Rap, grauenhaft, Alter. Das muss in 2020 aufhören. Halte dich bedeckt, was soll das? Kommt von ihm auch dieses Niemand, wirklich niemand? Das hat mich abgefuckt und dann habe ich die alle gefickt. Ey, 2020, nie wieder diese Kommentare. Können wir uns drauf. Oh, Bruder. Alter, dickes Plus eins noch da drauf, ey. Vor allen Dingen eins in die Nein. Kommentare. Ich so, okay, seid ihr ready? Ja, erste Frage. Bruder. Und dann erste raus. Frage. Warum Handy? Digga. Wir haben auch noch Zuschauer da, Leute. Seid ihr mal. Papa Platte ist auch da, komm mal her. Weißt du, Knossi ist so.
Knossi ist die Revi in dem Punkt, ne? Die lieben dich einfach in so unangenehme Situationen reinzuwerfen, Bro. Als ob man den Bruder hier auf meinem Kanal erwartet. Ey, Papa, guck mal, was das für ein Trio ist. Guck dir mal dieses Trio an. Lass mal alle drei kurz nebeneinander und den Moment genießen alle ruhig. Junge. Knossi, Alter. Gut aus, DSDS, Julie. Nein. Zehnmal schlagen? Ja, für ihn oder für mich? Was sagst du? Wer verteilt mehr Fäuste? Ich geb dir ein paar Tipps. Ich weiß nicht, du siehst eher so aus, als würdest du mich zusammenschlagen. Deswegen würde ich sagen, ich bin für Mäuse. Ehrenmann. Ich küsse dein Auge, abonniert den. So, erste Frage. Starke Frisur auch wieder am Start. Bro! Du, das Ding ist, ich hatte diese komische Maske auch vom Go-Kart. Digi, war schon jemand beim Go-Kart fahren und hatte danach geile Haare? Nein. War schon jemand schwimmen und hatte nach dem Schwimmen geile Haare? Nein, okay? Außer du hast eine fucking Glatze, Bro. Okay? Oder so eine Frisur wie Mois, wo so drei Haare oben rausgucken. So, Bro, ey, dafür kann ich nichts, okay? Ah, erste Frage. Ey, ich bin Abonnent bei dir. Erste Frage. Los 6, 7, 8 Monate. Ehrenmann. Okay, die erste Frage, ja. Meine kleinen Stufen. Wie viel Prozent der Paare, die heute in den USA heiraten, haben sich im Internet kennengelernt? Oh, eine gute Frage. Aber warst du einfach? Wirklich? Ja, sicher. Wie viel Prozent? Ich habe alle Filme geguckt. My Friend's Hot Mom. 12 Prozent. Rechts, links, rechts, links. Okay. Gefickt, Bro. Bruder. 15,5%. Hä? So wenig? Okay. Was sagst du? Ich hab gedacht, denk an Lotto, 49. Wie viel Prozent ist es? 12%. Hey, ich hab's richtig einfach, holy shit. Wäre ja fast so, als wäre ich da gewesen, hier am Ohren. So, und jetzt? Hey, Papa Platte sitzt da und die Brille schon vor Freude beschlagen. Wir machen locker. Ey, ich bin doch ohne Scheiß, was ist das jetzt? Wir machen locker, Fox, Bruder. Stell dich hin. Bro. Mann, ich hab nichts. Ich bin eigentlich Linkshändler, okay? Ich schlage aber nur mit rechts, das heißt mit der schwächeren Hand. Okay? Warte noch, mach nicht stark. Warte noch. Ist aber nicht Bro. So, bist du bereit? Bist du bereit? Ah! Ja, okay, Bruder. Direkt Leber einfach gerissen. Ist aber die Tasche! Ich bin nicht auf den Straßen groß geworden, wie ihr beiden. Ich komme weit aus behütet aus Weinbrot, wo Kühe stehen. Ja, aber ihr wisst doch, was ich meine. Digga, ich hab ihr rausgedacht. Alter, haben die getötet. Okay, die nächste Frage, Freunde, komm. In Berlin werden mehr Döner verkauft als Currywürste. Eigentlich ist Currywurst dein Bereich. Ich habe Knossi einen Tipp gegeben. Ich meine, er soll so doppelt so viele Currywürste, doppelt so viele Döner wie Currywürste nehmen. Ich habe so 2, 3 gezeigt, so. Er hat zu mir geguckt, da. Wartet ab, Jungs. Also, nochmal. In Berlin werden mehr Döner verkauft als Currywurst. Okay. Wie viel mal mehr wird Döner verkauft? Ey, ich dachte so doppelt so viel bis dreifach so viel, Bruder. Ich weiß nicht, Currywurst. Real Rap Currywurst ist auch geil, Alter. Gerade in Berlin vor allen Dingen. Also, Currywurst ist auch stabil. Wie viel mal mehr, was mehr? Ist es Prozent, Döner. Dezimal? Ungefähr, sagen wir mal, 2-mal mehr, 3-mal mehr. Wie viel mal mehr? Wie viel mal mehr werden Döner? Ja, Bruder, aber du bist auch kein Lehrer mehr mit Textaufgabe. Okay, jetzt zeig erstmal Knossi. 2-mal mehr. Oh Mann, Knossi, bitte. 4-mal mehr. Okay, die richtige Antwort ist einfach 100-mal mehr. Digga, was? 100-mal mehr einfach. Hund, ohne Scheiß, 100-mal mehr Döner als Currywurst. Ja, genau, sag mal, das ist doch Verarsche hier! Also an der Stelle 100-mal mehr! Ja, ich muss an der Stelle sagen, die Türken haben sich in Berlin gut integriert. Aber ey, weißt du, was das für eine Frage ist? Guter Tipp, Kevin, kein Problem. Knossi an der Stelle, immer gerne. Wie stellt Günther Jauch nie? Digga. Wollah, das war nicht da, chill. Ich zeig dir einen. Kein Problem, stell Frage. Okay. Ja, das ist mein Knossi, den ich kenne. Komm her. Ich komm, wir zeigen dir eigentlich, wie hart der Weg ist. Nein, nein. Nein, er zeigt es dir beim Nico. Schnell mit, du weißt. Wieso? Er will doch gar nicht. So ein Milzhaken. Jawohl. So machen wir es eigentlich in der Folge. Der Bruder hat uns beim Essen von seinen Fetischen erzählt. Shoutouts gehen raus, Alter. Und selbst das, was er jetzt macht, ist nicht 100%, ne? Ja. Digga, so, holy shit! Du hast Waschbrettbauch und holst. Okay, die nächste Frage. Wie lange ist der durchschnittliche. Ich will auch mal eine dir knallen. Ich will dir auch mal eine knallen, ehrlich. Wie lange ist die durchschnittliche Fahrzeit
für Pendler in New York. Was für New York? Was für USA? Niemals in New York. Berlin verstehe ich ja noch. Zeig mal, wo sind wir noch? Bro, das ist die Frage. Pendlerzeit, was ist Pendler? Was der am Tag fährt oder was? Zeig. 4,5 Stunden. Trocken. Mega. Ah, 2. Schlossmüll hat gewonnen. Ja! Junge, wie viel war's? 2 Stunden. Berlin, weil ich war in USA. Ja, chill, no. Wahrscheinlich 3 Stunden, oder? Wahrscheinlich baut der 1,5 Stunden rein und 1,5 Stunden raus. Niemals. Geht doch einmal! Hey, jetzt auf einmal USA wieder cool! Mit Feuerzeug in den Infos. Ich sag euch ganz ehrlich, ich kann nicht einfach so schlagen, wenn ich jemanden... Ich kenn ihn ja. Das geht mir aber auch so. Ich könnte mich auch nie schlagen, ne? Ich würde 10-mal mehr rennen, als da irgendwie jemanden zu schlagen. 2-mal gesehen. Komm, schlag. Ich weiß nicht, ich überlege manchmal, ob es so Situationen gibt, wo ich diese Angst einfach ablege, so instant. So wenn jemand, keine Ahnung, Familie oder Freundin oder so anmacht oder so dumm. Ich weiß nicht, ob dann so ein Moment ist, wo es so Klick macht und man einfach durchtickt. Ich weiß nicht, ob sowas, wenn es um Mama geht. Ich weiß nicht, sowas, vielleicht gibt es sowas, I don't know. Bleiben alle. Nein. Halt doch, warte mal. Der Mois hält was aus, komm. Was hast du geschwuppelt, Scheiße? Knossi, komm mal aus dir raus. Knossi, komm mal aus dir raus jetzt. War nicht gut, oder was? Komm, ich lass dich noch einmal schauen. Ich distanziere mich von dem S-Wort, was Sinan verwendet hat. Wo ist denn meine Cola? Lass mal das Auto aus Berlin raus. Lass hier schon. Oh, das war echt erwärmend. Oh, da war mich der Geschmack ist dahinter. Bist du doch mal gleich groß. Da waren Emotionen drüber. Hier ist dein Herz. Dann müssen wir es gar nicht spüren. Ich will euch alle schlagen sehen. Wie viele haben wir noch? Drei, gell? Es sind noch 3 Stück. Was, 3 Stück? Wer ist eigentlich der gut aussehende Typ da hinten? Digga, der ist ja übelst heiß. Holy shit. Den würde ich... Übelst gern daten, Alter. Was, 3 Stück? Okay, komm. Die nächste Frage. Ich gewinne alle. Pass auf, ich sag jetzt. Ich sehe in dem Video irgendwie fett aus, finde ich, by the way. Ich weiß nicht warum. Kommt irgendwas? Ostanatolien. Ich stell dir vor, wie viel Geld hat Knossi? Es muss an der Jacke liegen. Livestreams in einem Jahr verspielt. Sofort, ja, also. Von? Mauretanien. Hat als letztes Land der Erde die Sklaverei und den Sklavenhandel... Als erstes Land der Erde. Als letztes Land der Erde. Als letztes Land der Erde. In welchem Jahr war das? Boah. Das ist noch nicht lange her, die sind noch hinterher. Wie heißt das Land? Sag ich. Mauretanien. Weiß ich nicht mehr. Mauretanien. Du bist voll klein. Du bist fett. Du siehst immer so aus. Weil ich wiege 78 Kilogramm. Okay, Josh, als erstes? 1912. Okay, 1981. Ich schwöre bei Gott, das ist unglaublich. Du musst die Puppe. Wirklich? Ja, komm, da ist er. 1981! Ja! 1981, Bruder, schau mal, wenn's um. Wenn ich Casino spiele, hätte ich Mutter von Deutschland gepickt. Wir können nicht. Aber das ist Haram. Deswegen haben wir überhaupt. Warum kriegst du eigentlich nicht mal eine rein von ihm? Willst du für ein Casino? Ist ja fast leichtes Übergewicht, Freunde. Ich wiege normal. Miki, bist du statt interessiert? Ja, ich auch mal. Bruder, Miki. Nimmst du einen für mich? Ja. Was denn? Mein Albino-Bruder, Bruder! Alter, Miki auf Ehre. Miki nimmt auf Ehre einen Schlag, Alter. Ich habe auch einen Schlag genommen von Mois mit voller Power, aber das wurde, glaube ich, rausgeschnitten. Aber wollte ich kurz gesagt haben, Freunde, aber... Ganz ehrlich, an meinen McFit trainierten, stahlharten Bauchmuskeln, die ich immer in diesem komischen Marienkäfer-Gerät trainiere, da kommt auch keine Faust vorbei von so einem Mois. Also, ganz ehrlich da. Aber das war halt so, da stand Mois nicht gut da, deswegen haben die das rausgeschnitten, so, weil das Format lebt ja davon, dass der andere Schmerzen hat und ich stand da halt wie eine Eins danach, deswegen haben die das rausgeschnitten, leider. Aber ihr könnt mir glauben, ich würde euch nie anlügen, Freunde. Ey, aber ich schwör dir, der macht richtig. Ey, du bist ein echter Bruder. Ich weiß. Ein Löwe. Der wird auch bei mir ein bisschen Dollar schlagen, ich weiß das. Miki auch, Shoutouts an der Stelle, der hat das, also wir sind zusammen zum Flughafen gefahren mit dem Taxi und er musste ein Gate weiter, ist also später ausgestiegen aus dem Taxi und ich meinte so, Bro, schick mir dein Paper per WhatsApp. Ich weiß nicht ganz, ob er es vergessen hat oder ob er einfach gesagt hat, ich zahle einfach alles. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Freunde, ich habe nicht nachgefragt. Auf jeden Fall habe ich das Taxi nicht bezahlt. Das ist das, worauf es ankam. Grüße gehen raus. Damn, du musst es nicht machen. Ich stelle mich. Du warst auf der Straße, Bruder. Du warst auf der Straße. Du bist der nächste Papa. Ja, free ride. Gönn dir mal eine. Okay, eine. Eine. Okay, 3, 2. Oh. Uff. Es ging. Alles gut. Der Bruder war auf der Street. Aber wie du den coolen markierst, trotzdem noch geil. Okay. 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 Die nächste Frage, Bro. Kommt her. Der Moldo-Haufen in Hamburg
ist an der Tschetschenischen Republik verpachtet. Entschuldigung. Bis zu welchem Jahr? Verprachtet einfach. Alles klar, Sinan. Was ist denn ein Moldauerhaufen? Du bist der Allmann hier. Was ist ein Moldauerhaufen? Du bist der Allmann hier. Ja, weißt du, du kommst aus Hamburg. Was ist das? Ja. Im Chat, jeder, der das Video sieht, alle werden denken, und werden einen Tab öffnen und Google eingeben. Ja, ist doch was Geiles Allgemeinwissen. Okay, ich hab's. Okay. Also Jahreszahl. Komm. 2030. Okay. 30? Ehrlich jetzt? 31. Okay. Okay, Konzentration. Also da ist wieder der gut aussehende, aber leicht fette Typ. Nice, Digga, nice. Knossi, bist du bereit für Football Body? Hab ich gewonnen? Ja! Ja! Wallah, ich könnte dir nicht. Okay, die richtige Antwort ist nämlich 2028. Trete bitte vor. Du bist jetzt dran, du darfst meine Faust ihm geben, mein Freund. Ey, die letzte Frage ist so. Ich gönne sie dir. Komm her. Er darf sie dir verpassen. Er hat groß getötet, ihr habt's gewusst. Fucking Stadi, Junge. Ist das was? Ey, sind Tante auf der Tür nach jeder Sitzung oder was? Heute ist das geil. Das ist mein Bruder. Wir sind Netzwerkbrüder. Wir sind Netzwerkbrüder. Bruder, wir haben uns Rücken am Rücken runtergeholt. Ich kann nicht. Bruder, WTF. Komm, Bruder, hier, ja. Ey, mach bitte richtig für mich. Schilder, nicht richtig, doch. Standardskill war gut. Diese Jacke. Bro, ich muss auch sagen, ich feiere die Jacke nicht so, ist nicht so mein Jam. Aber Standardskill war wirklich nett, no joke. Also richtig nett, wir haben uns richtig gut unterhalten. Also, Grüße gehen raus. Bruder, ja. Ich hab den Das ist einfach der Gipfel von YouTube Deutschland. Herrlich, ich lieb's. Das ist ein Mann, aber nach Kodum. Halt dich zurück. Halt dich bedeckt. Schaltengang zurück. Dieses Format. Wer kam auf dieses Format? Ja, pass auf. Wir machen so ein Battle mit Fragen und der Verlierer kriegt einfach eine Faust im Bauch. Digga, krankes Format. Lass uns 20 Folgen drehen, Abfahrt. Peak Entertainment. Die letzte Frage. Ey, wenn ich diese Frage vorlese, hatten wir 9 Fragen. Soll ich die 10 haben oder sind die 9? 9 ist gut. 9 ist gut, halt. Okay, ey. Okay. Weirder Flex. In welchem Jahr hat der Norweger Johan Wahler die Büroklammer erfunden? Johan Wahler. Der Hund, ich kenne ihn. Büroklammer! Okay, da musst du anders überlegen. Ey, Bro, aber Real Rap, Knossi wird gleich was richtig Falsches antworten. Aber ich finde, wann würdet ihr denken, ist die Büroklammer erfunden worden? Ey, Digga, guck mal, wie lange gibt's schon Papier? Ultra lange. Also, ganz ehrlich, ich hätte so gesagt, so 1700, 1600, irgendwie so. Dann gibt es Papier und dann, als es Papier gegeben hat, haben wir dann... Ja, genau. So habe ich auch gedacht. Aber ich bin doch... Du bist ein Bruder, du hast recht. Aber meinst du, ich weiß, wann Papier hergestellt wird? Papyrus in den Köpfen. Papyrus ist schon ganz alt. Okay, Knossi, hast du? 1460. 1800. Ja, okay, 1460 ist vielleicht ein bisschen off so, aber ich hätte so gesagt, vielleicht so 1600 oder so. 95. Okay. Also, ich muss schon wirklich sagen, Knossi, du hast eine andere Waffe. Das ist Mittelalter. Willst du mir sagen, dass einer im Mittelalter eine Geldklammer erfunden hat? Ja, hä? Obvious. Als ob es so abnormal ist, dass die so ihr Papier zusammen gemacht haben im Mittelalter. Büroklammer? Noch schlimmer? Ach, der von Oskar. Jungs, der von Stanis ist gut. Kann der eure Antworten sicher? Ja? Okay. Na, ich ändere noch. Es war im 19. Jahrhundert. Also 1900. Fünf Jahre verschwindet. Digga, sind die blöd? Erst 1900 sind die auf die Idee gekommen, Alter, wir können so ein Metallding einfach so biegen, dass wir zwei Papierdinger zusammenhalten können. Krank. So gut. Die kassierst du jetzt. Schau, wir machen so. Komm. Weil du süß warst. Wir schauen dir die Frage, Alter. Auf Brüderschaft. Zu smart einfach. Ich will, dass er kriegt. Der tut mir leid. Mach dich frei, mach Bauch frei. Okay, er gibt. Okay. Warte, der gibt mir? Den natürlich. Was glaubst du denn? Komm. Okay. Schau sein Gesicht an. Schau seinen Gesichtsausdruck an. Der knallt. Oh mein Gott. Bro. Ja! Das hat mich an meine Ex erinnert, als sie so auf sie wütend war. Ich hab mich betrogen. Schönes Video, hat Spaß gemacht. Aber ey, der war echt gut, Bro. Jungs. Fucking Knossi, du. Knossi, wirklich ein Mann mit Herz. Ich glaube, das war die krasseste richtige. Digga, er sieht echt bosshaft aus mit der bunten Jacke hier. Er sieht so bosshaft aus. Wieso klatscht du? Jeder hat geklatscht, Bro. Nur ich bin halt drauf. Wie waren die anderen so? Mit wem hast du sonst so gemacht? Mit jedem. Kapital Bra? Mit dem Morgen? Kapital Bra wollte nicht, der sagt, hey, wie soll ich mich schlagen lassen, Bra? Okay, Bro, ich weiß. Ey, dankeschön, Mäusi.
Bro, ich danke dir, dass du da warst. Das Event war krass. Check den ab, er hat die besten Streams von. Also ich würde auf jeden Fall einen Daumen hoch geben für den Typen hier mit der Jacke. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich finde den übelst heiß. Holy shit. Und er ist wirklich auch privat ein herzguter Mensch. Sonst hätte er nie diesen Erfolg, den er hat. Geil, aber Durchfall den ganzen Abend. So eine Jacke hatte ich im Kindergarten. No front. Okay. Also ich kenne den Typen da hinten nicht, aber wenn ich ihn kennen würde, Bro, dann würde es mir echt leid tun für ihn, weil das war echt gemein, du. Das hat er nicht verdient, glaube ich, weil ich glaube, er ist einfach ein netter Typ, der echt coole Livestreams macht.